Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus David Triebe, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben.
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Achtest du dir Erdenpracht, großer
Thank you.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie. Und sie furchten sich sehr. Thank you.
die Frau, Heide heißt so schön. Geht, die Freude heißt so schön. Sucht, die Anmut zu gewinnen. Geht, gut labet Herz und Sinnen. Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Thank you.
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Thank you.
da die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander.
Thank you.
Gedanken kehrten wiederum, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.
da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen war. Thank you.
zu Ehren leben. Dein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Ich will nur dir zum Ehren leben. Ich will nur dir zum Ehren leben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Thank you.
zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Soll mir die hellste Kerze
König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken an meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Oh, solltet ihr euch nicht viel mehr darüber freuen, weil er dadurch verspricht, der Menschen Wohlfahrt zu verneuen. Und ließ versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Juda. Thank you.
Thank you.
es die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie in Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Bye.
Schatten zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten in Gold, Weihrauch und Myrrhen. Thank you.
noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Droht nur mich ganz und gar zu fällen, doch seht, mein Heiland wohnet hier, doch seht, mein Heiland wohnet hier. Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier.